Herzlich willkommen zu unserem neuen Let's Play am Wochenende. Euer Wunsch sei mir Befehl. Und zwar habe ich mich für etwas ganz Klassisches entschieden, und zwar ein Tomb Raider 1 Level. Das ist gar nicht so einfach, weil in diesem Spiel gibt es Speicherkristalle und wir können nicht überall speichern, wo wir wollen. Und wenn ihr mich kennt, wisst ihr, dass ich an jeder möglichen Ecke speichere, ob es nötig ist oder nicht. Und deswegen wird das eine absolute Herausforderung für mich. Ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Einmal ganz kurz, wie die Levelbauer heißen. Einmal Sir Daniel Ponces und Xopax. Also zwei Leute, die dieses Spiel gebaut haben. Und hier geht es ganz klassisch einfach darum, ein Artefakt zu suchen, was Nadla, diesmal nicht Sophia Lee, wie bei Poseidon's Sanctum Reboot, sondern Nadla, die wir aus Tomb Raider 1 kennen, die böse Frau, sucht auch dieses Artefakt und wir müssen mit Lara vor Nadla das Artefakt finden. Das ist die ganze Story dahinter und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit diesem wunderschönen Spiel Tomb Raider The Golden Glove. Dann starten wir doch mal. Zevos ist das erste Level, heißt so viel wie Kanalisation übersetzt. Und hier haben wir wunderschön unsere Lara. Ach, hier, meine erste Handlung war gerade F5 drücken, ich wollte speichern. Seht ihr, also das wird echt, glaube ich, ein großes Problem werden. Und jetzt kann ich das hier auch wieder ein bisschen hochregeln, weil die Titelmelodie war extrem laut. Die musste ich ein bisschen zurück machen. So, und jetzt sind wir hier in der Kanalisation. Und ich möchte jetzt am liebsten schon den ersten Speicherkristall haben, aber das ist jetzt halt leider nicht so einfach. Und Geheimnisse, keine Ahnung. Hier stehen wieder 70. Wie viele es sein werden, weiß ich nicht. Wir lassen uns einfach mal überraschen. So, das erste, was wir finden, ein wunderschönes kleines Medipack. Und wir gucken mal in unserem total nostalgischen Tomb Raider 1 Inventar, was halt Tomb Raider 4 animiert ist mit dem links und rechts, aber immerhin. Sieht es gestalterisch sehr nach Tomb Raider 1 aus. Denn die Medipacks haben rote Kreuze. Das Ladebuch, es gibt leider kein Speicherbuch, ist schwarz, wie wir das von Tomb Raider 1 kennen. Und wir haben natürlich auch unsere tollen Pistolen und vor allem auch den Kompass aus Tomb Raider 1. Auch die Geräusche sind von Tomb Raider 1 und deswegen freue ich mich jetzt echt extrem auf dieses Spiel. Habe ich richtig Bock drauf. Also, legen wir mal los mit einem ganz, ganz klassischen, einfach gehaltenen Spiel, was wahrscheinlich nicht einfach werden wird, wegen der Speicherproblematik. Aber wir lassen uns jetzt einfach mal überraschen und es auf uns zukommen. Und ich muss dazu sagen, das ist das erste Let's Play, das ich aufnehme, ohne dass ich speichern kann. Das ist jetzt echt mal ein Experiment und ich bin wirklich mal gespannt, ob das klappt. Naja, versuchen wir es mal. So, meine Idee ist schon mal hier den Block unter den Hebel zu schieben, dass wir den drücken können. Und dann auch diesen Block einmal noch auf die Plattform da hinten hinter uns zu ziehen, dass wir da vielleicht noch was mit öffnen oder so. Weil der farblich mit dem Block zusammenpasst. So, und auch hier wieder muss ich jetzt leider mal erwähnen, die Titten von Lara, ich sag's jetzt einfach mal, sind wieder zum Erstechen. Also da würde ich sagen, Lara ist wirklich so ein Stecher. Wenn die mit irgendeinem Typ ins Bett steigt, der ist, glaube ich, der hat keine guten Karten. Bei der Lara ihrer Oberweite. Das ist schon echt heftig. Und ich sehe gerade, wir brauchen nicht den Block da drauf schreiben, weil das aufgegangen ist. Und ja, stellen fest, die Tür ist zu, wir können nur hier runter, dann machen wir das mal. Hier sind zwei zuende Türen, aber hier ist eine Rampe. Und wir brauchen wohl einen Schlüssel. Oh, ich habe gerade wieder speichern wollen, geht nicht, also Augen zu und durch. Wer weiß, was passiert? Ha, da ist er doch schon, unser erster Speicherkristall. So sehen die aus. Hier, Zevos, die Kanalisation. So. Das ist doch schon mal cool. Jetzt haben wir schon mal... Oh, Monsterratten. Und so richtig schön diese Tomb Raider 1 Geräusche. Auch wenn sie sich wehtut.
Und das ist natürlich auch eine ganz klassische Stelle aus Tomb Raider 1 aus der Zisterne. Da findet man die Magnums normalerweise, glaube ich, oder? Oder meinst du die Uzis? Ne, die Uzis findet man später. In diesen Wüstenleveln. Ja, was machen wir denn jetzt? Jetzt ziehen wir mal den Block hier. Oder geht er überhaupt ziehen? Ne, natürlich nicht. Dann halt nicht. Springen wir mal hier hoch. Also bis jetzt klappt das Ganze hier noch gut. Aber das ist ja auch noch einfach. Und ich will nicht den Tag vom Abend loben. Das definitiv nicht. Das musste natürlich jetzt mal sein. Ich wollte mal gucken, ob Lara den hier schon kann in diesem Level. Aber das ist ja ein Tomb Raider 4 konfiguriertes Spiel, obwohl es nach Tomb Raider 1 aussieht. Wie dieser Tomb Raider 1 Remake, den wir damals gespielt haben. Und da kann Lara natürlich diese klassischen Moves aus Tomb Raider 4, die sie bei Tomb Raider 1 noch gar nicht konnte. Wie zum Beispiel auch Griechen. Handstand konnte sie schon. Ach, die haben sogar die Griechenfunktion hier rausgenommen. Okay. Griechen kann Lara nicht. Ist ja auch Tomb Raider 1, also gut gemacht. Die Tür hat einfach nur das Geräusch etwas länger gedauert. Die Musik verheißt gar nichts Gutes. Ich glaube, wir speichern vorher nochmal. Weil ich bin ja hier so speichersüchtig. Oh shit. Oh, habt ihr das gesehen? Da liegt sogar Magnum-Munition. Die hätten wir fast übersehen. Gut, dass wir gestorben sind. Aber wir haben ja gespeichert hier bei dem Speicherkristall. Und dürfen das Ganze jetzt nochmal machen. Also bei diesem Let's Play ist es so, dass ihr alles wahrscheinlich öfter oder doppelt oder dreifach sehen werdet. Waren das jetzt zwei Ratten, die gleichzeitig gerannt sind? Ich glaube schon, ne? Das sind so richtig dicke, fette Kanalratten. Aber Lara sagt leider nicht aha. Das finde ich schade. Aber wir können gerade mal unsere Errungenschaft ansehen. Revolver-Ammo. Aber das ist normalerweise die Magnum. No. Doch, Lara, das sind die Magnums. No. Doch! Mann! Selbst bei Tomb Raider 1 ist die schon so drauf und widerspricht mir ständig, obwohl ich recht habe. Aber vielleicht hat sie auch recht und wir finden einen Revolver, aber das fände ich ein bisschen schade, weil ich fände es natürlich echt cool, wenn wir die klassischen Magnums finden würden, weil man die sonst auch in keinem Spiel findet. Das ist dann mal so eine Waffe, die hat man nicht so oft. Das fände ich echt cool, wenn man so diese klassischen Magnums finden würde. Aber da stecken wir nicht drin. Wir müssen das nehmen, was wir kriegen. Wenn es ein Revolver wird, wird es ein Revolver. Und ich wollte gerade schon wieder speichern. Das ist natürlich wieder voll in die Hose gegangen. Und jetzt. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe kein gutes Gefühl. Oh. Ich weiß auch warum. Wenn wir das jetzt verkacken, dürfen wir das alles nochmal machen. Ist euch das eigentlich klar? Okay, gut. Heidewitzka, ich glaube, das ist echt heftig, weil man hier ganz genau aufpassen muss, was man tut. Weil sonst speichere ich halt immer und lade wieder, ne? Das ist gar kein Ding, aber hier ist das dann echt kacke, wenn man. Oh. Ist gerade nicht losgelaufen. Das hätte echt schief gehen können. Wow. Okay, das ist natürlich jetzt eine ganz andere Sache, da durchzulaufen, wenn man weiß, man kann nicht laden und speichern. Das ist natürlich jetzt echt ein Brett, was wir uns hier rausgesucht haben. Oder ich zumindest. Heidewitzka. Wo sind wir denn jetzt? Ach so. Genau. Und da können wir nämlich hier unten auch wieder speichern. Ha, hier ist wieder einer. Den haben wir aber auch verdient. So. Wo führt uns das Ganze hier hin? Was will uns das alles sagen? Blockschieberätsel will uns das sagen. Okay, ich bin bereit. Aber wohin? Dahin, wahrscheinlich. Aber da kommen wir auch so hin. Also bräuchten wir das gar nicht, aber wir brauchen das, um da hochzukommen. Und ich weiß auch schon wie. Also ich glaube, ich weiß wie. Dafür müssen wir erstmal den ziehen. Schön an diesem goldenen Kringel, Lara. Dafür ist er nämlich da. Das ist bei Tomb Raider 1 übrigens logischer als bei allen anderen Tomb Raider-Teilen,
wie Lara die Blöcke ziehen kann, weil das das einzige Spiel ist, wo diese Ringe unten dran sind und es das logisch macht. Sonst zieht sie eigentlich immer an der Luft rum und kann den Block ja gar nicht greifen beim Ziehen. Also da hat Tomb Raider 1 sogar mal einen Logikvorteil. Und was hier leider auch nicht funktioniert, ist der Blockbug, aber Leute, glaubt mir, das ist auch gut so. Sonst missbrauche ich das Ganze nur wieder. Und das ist auch nicht der Sinn der Sache. So. Und hier lässt Lara auch noch ihre Haare wachsen. Hier hat sie noch keinen Pferdeschwanz, sondern nur so ein bisschen zusammengebunden die Haare. Ich glaube, die sind noch nicht so lang. Nee, die hat die zwar ein bisschen zusammengeknäult. Ach, ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich damit nicht so aus. Aber das ist so dieses klassische Tomb Raider 1 Frisurmäßige, was er auch nur in diesem Teil hat. Sonst hat sie immer diesen Pferdeschwanz. Und natürlich das komplette Classic-Outfit, was sich bis Tomb Raider Chronik durchgezogen hat. Bis auf das ein paar Rundungen vorgenommen wurden. Aber sonst ist das dieses Outfit, das wurde echt bis Tomb Raider Chronik beibehalten. Und ich glaube sogar auch Legend ist dann auch schon wieder so ähnlich. Okay, also man muss hier echt verdammt vorsichtig sein, weil wenn man irgendeinen Fehler macht. Aber wisst ihr was, wir gehen jetzt nochmal runter und speichern, weil wenn wir jetzt was verkacken, müssen wir dieses ganze Blockschieberätsel neu machen und da habe ich keinen Bock drauf. Also gehen wir gerade nochmal hier runter und speichern nochmal. Hier, so. Dann müssen wir nämlich, falls was passiert, dieses Blockrätsel nicht nochmal neu machen. Aber ich hatte bis jetzt erst dreimal meinen Finger auf der F5-Taste. Das habe ich mir echt vorgestellt, dass das öfter passiert. Aber es ist auch noch nicht alle Tage Abend. Huch, genau, hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Was hier unten kommt, nicht einfach immer drauf los, sondern immer erstmal ein bisschen Obacht geben. Das klingt aber nett. Also das Schönste an diesem Spiel ist natürlich die klassische Tomb Raider 1 Musik. Die ist nämlich richtig geil. Ich höre das total gerne. Ja, den kann man glaube ich auch verschieben. Da ist vielleicht auch noch so ein Schalter dahinter. Nein, eine Tür. Aber immerhin. Immerhin Abyss gefunden. Und sonst sind glaube ich diese ganzen Blöcke hier nicht schiebbar, weil die sind fest. Es sei denn, hier ist noch einer. Den ziehen wir jetzt nochmal weg. Schauen nochmal dahinter, was da so ist. Hoffentlich ein Speicherkristall, dass wir da immer hingehen können und speichern können. Das wäre mir natürlich sehr, sehr lieb. Und hier ist sogar noch so ein Block. Ist ja alles voll mit den Dinger hier. Aber der geht gar nicht ziehen, okay. Dann halt nicht. Hä? Achso. Wir können jede Musik anscheinend zweimal auslösen. Umso besser. Ah, oh, puh. Alter Schwede. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht in diese Tür rennen. Hier hat sie auch dieses braune Leben übrigens. Das braune Leben, das es nur in Tomb Raider 1 gibt. Boah, ey, ich habe so einen Schiss hier rumzulaufen. Meine Güte. Wie viele Medipacks haben wir eigentlich? Wo haben wir die denn eigentlich her? Nein. Ich sag jetzt nichts dazu.
Vier kleine und zwei große. So. Und hier schauen wir dann in der nächsten Folge rein und sind gespannt, was dann passiert. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Ich gucke schon, ob irgendwo Spieße aus der Seite gucken. Wir müssen uns langsam vorantasten. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.